für die Angabe, die wir in unsere Unterlage machen, was die Kräfte angeht, was die Haltbarkeit des Greifers angeht, was das Wartungsfreie angeht, lege ich mir Hände ins Feuer. Ich bin Uwe Heinz, bin seit 34 Jahren bei der Firma Schunk in verschiedensten leitenden Positionen tätig. Ich bin zuständig für die Qualität unserer Produkte und so auch für den PGN+P. Und der PGN+P hat uns schon von Anfang an auch für einige Herausforderungen gestellt, die wir aber zu unserer vollsten Zufriedenheit hin erledigen können. Alles, was wir im Katalog bestätigen oder schreiben, wird mindestens erreicht. Das ist auch schon immer unser Ziel, also mehr halten zu können, wie man verspricht. Um die Produktmerkmale zu verifizieren, müssen alle unsere Produkte, natürlich auch der PGN+P, in unser Folder kommen. Es ist eine Herausforderung. Also die Dauerlauftests und auch die Feldtests, die gemacht werden, bevor so ein Produkt an den Markt kommt, sind sehr aufwendig. Die erste Inspektion kommt nach 1 Million Zyklen. Dann nehmen wir die runter, dann werden die auseinandergebaut, dann werden die Einzelteile begutachtet, mit der Kamera aufgenommen und dem Mikroskop angeguckt. Es ist relativ einfach, wenn man keine Verschleißspuren sieht, egal an der Führung oder innen drin, an der Kolbe und an den Schrägzüge, wenn es da keinen Verschleiß gibt, dann hebt der Greifer, dann ist alles in Ordnung. Um 40 Millionen Zyklen wartungsfrei im Katalog oder in der Unterlage zu beschreiben, müssen die Produkte natürlich deutlich länger getestet werden, um sowas mit Sicherheit sagen zu können. Das heißt, die Produkte laufen eigentlich permanent weiter. Irgendwann muss man mal einen Schnitt ziehen und deshalb hat man dann bei 40 Millionen gezogen. Also ich kann jedem versprechen, der so ein PGN+P einsetzt, dass die Greifer mehr halten, wie sie versprechen.